Willkommen zur Kampagne Medieval Total War mit den Türken. Wir haben in der letzten Runde auf den Kopf bekommen von den Ägyptern hier in Akkon. Shit. Ich gehe in die nächste Runde und hol dort weiter. Ich denke mal, was bitte? Lecker. Ja. Das mit Gats hier, die eine Schlacht vorstand, hat mich ein bisschen zurückgeschlagen. Jetzt hat mich ein paar Runden zurückgeschlagen, drei, vier Runden. Das ist blöd. Mann. Aber merkwürdigerweise zieht er sich auch zurück. Gibt Akkon die von Akkon zurück. Puh, niemals. Gegnerbot war auch schon Abdulabschock abgelehnt. Oh, sie kommen. Nein, sie kommen doch nicht. Ach, Mann. Bevölkerung ausradieren, Siedlung besetzen, Bevölkerung ausradieren, ja, Bevölkerung ausradieren. Ich bin sehr lohnend. Hey, wir haben die Mission erfüllt. Ja. Smyrna ist was? Reparatur, bauen wir eine Stadt um. Dorfzentrum, ja, bauen wir eine Stadt um. Weil ich will hier eine Stadt haben, Baubericht. Adana, Akkon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Akkon Geld investieren soll, wenn sie gleich weg ist. Oh, ich habe Sipais bekommen, wieder vier Stück. Ja. Die haben doch schon drei Stück hier. Ja. Dschihad ausrufen gegen Konstantinopel. Oh, das sind viele. Wachsturm. Ich glaube, mit der gehe ich auch in den Dschihad. Dschihad ausgerufen, jawoll. Krieg Polen, Russland, Spanien, Schottland. Folgen seiner Waffenstelle erklärt. Ägypten, Byzant. Oh, die waren auch im Krieg. Nikosia in Imam habe ich dort rekrutiert. Das ist schön, der soll den Islam verbreiten. Neues Familienmitglied. Militär sind wir eins. Produktion sind wir auch eins. Widerstand ist zwecklos. Das sollte man immer wissen bei mir. Gegen mich kann man keinen Widerstand bekommen oder werde bekommen. Marktplatz, Kaiser. Ah, das habe ich schon mal zusammen gemacht. Das habe ich auch mal gemacht. Die kann man wegschmeißen. Die zwei Truppen nehme ich mit. Ja. Das in Akkon hat mich jetzt ein bisschen abgefuckt. Soll ich jetzt hier vormarschieren? Lustigerweise ist. Ja, aber ich kann nicht mit dieser halb abge. Die sind halb tot, die Truppen schon. Ja, ich muss zurück schnell. Ach man, ich muss zurück wieder. Und wieder die Truppen aufbauen. Obwohl, ich könnte hier ein paar mitnehmen. Dann kann ich sie austauschen mit den anderen. Oder nicht. Oder nicht. Oder doch. Oder nicht. Oder doch. Ja. Es kotzt mich ein bisschen jetzt an, das mit der Niederlage dort. Aber wir müssen weitermachen. Was gibt es denn noch hier zu bauen?
Brauche ich mal danach eine Suchtvorlage. Sind wir in der nächsten Runde und die Mailänder greifen mich an. Wie süß von denen doch. Ja, spielen wir das, oder? Oder ne? Scheiß drauf, muss man entscheiden. Das lohnt sich gar nicht zu spielen. Oh nein, nein, lass mein, nein! Boah, zum Glück hat nicht geklappt. Ich hatte schon Angst. Mein Gott, die schießen sich den Dschihad an. Aber die KI ist auch blöd, die holt sich nicht Akkon zurück. Lustigerweise. So behindert die KI. Ja, okay, in den Hafen, machen wir später. Jetzt brauche ich erstmal eins von denen. Dann eins von denen. Ja, da hoch schicke ich ihn nicht. Dahin lohnt sich aber auch nicht, ja, wir schicken ihn so lange. Dschihad wächst, Türken und Ägypter ziehen mit in den Dschihad. Oh, da ist eine Fullstack-Armee von denen. Oh, da ist auch eine Fullstack-Armee von denen. Da kommt, was kommt da noch? Noch eine Fullstack-Armee. Nein. Eigentlich nicht, aber ich muss irgendwie es schaffen, den kürzesten Weg zu nehmen, um euch zu besiegen. Lang lebe die Krieger des Islam. Komm auch mit. Hafen, dann das, wird auch noch gebaut. Oh Mann, ich muss echt zurück mit der Armee, das ist ja blöd. Kannst du wegschmeißen, diese Sarazen-Milizen? Waren ja brutal schlecht. Diese weggeschmeißen. Voll der. Entschuldigung, wenn ich sage, war echt der größte Grotz. Weil sind die nicht upgegradet oder keine Ahnung. Bazar, bauen wir mal. Neues Familienmitglied. Türken Rabbi Skender. Mit einem neuen Krieg. Papststaaten Frankreich, Ägypten. Byzanz, Venedig, Türken. Bündnis gebrochen. Ah, Türken Militär 100%. Insgesamt 100%. Gehen wir Runde 41 mal schauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, werf mich immer noch an, die Venezianer. Verschwinde, Mann! Kriegst mal den Täter nicht. Oh mein Gott, er bekommt den. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, Glück gehabt, oder? Oh ja, Glück gehabt.
Das war aber Glück. Pures Glück. Oh mein Gott, die gehen alle in einem Ding rein. Die werden alle sterben. Oh mein Gott, die gehen alle nach Konstantinopel. Wo werden manche gehen? Manche kommen und manche gehen. Okay, der geht auch. Die haben Dinge über Damaskus. Damit. Damit. Ich muss jetzt mal diesen Imam los, diesen einen Ding da bekommen. Shit! Habt ihr das gesehen? Scheiße, jetzt habe ich noch einen Ketzer. Oh mein Gott. In der Ketzerei verwandelt ist der. Damn it. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es jetzt richtig Katastrophe wird, auch mit diesem, mit der Kampagne hier. Obwohl, ah, oh, shit. Der General kann. Obwohl, die können alle hier hinkommen. Die können sich reparieren lassen. Die kann ich fortbilden. Ah, oh, Mann. Ich hol mir einen ab. So holt man sich einen ab zu Hause. 140 Geld sind das. Die ganze Sch Truppen mitnehmen, die waren alle scheiße. Alle waren scheiße da. Können wir eine neue Full-Stack-Armee jetzt aufbauen? So ein Kack hier. Zack. Ja, der Rest ist scheiße. Ja, ich warte hier mit der Armee. Wenn was geht, dann geht was. Wenn nicht, dann nicht. Weil es nervt mich ein bisschen jetzt. Neue Familienmitglieder, drei Stück. Laien von Andy, Durshan, Sekender, Süleyman von Ganya. Okay. Militär sind wir immer noch unangefochten Nummer 1. Finanzen, Produktion, Russland, Türken, Ägypten, insgesamt. Okay, holen wir uns den Kaiser mal. Der Kaiser gehört. Oh je, jetzt hat er aber eine Armee voll. Oh. 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 Bauen wir eine Truppe. Was hat er da überhaupt? Was hat er? 5 zu 2. Also der hat nur Söldner. Ah Mann. Aber wenn ich den Kaiser besiege, das ist gut für mich. Wegen das greifen wir mal den Kaiser an. Das Blöde ist, ich habe keine Kraft dabei. Muss mir eine Kraft kaufen, schnell. Oh Mann. Habe ich auch nicht. Gespeichert, Spiel laden. Nein, nicht Spiel laden. Entschuldigung, ich dreh durch gerade. Soll mir ihn angreifen? Ja, das ist der Kaiser, aber wenn ich den Kaiser töte, habe ich ihn mal gut mit gut einen aus der Familie getötet. Und die Chance bekommt man nicht immer, den Kaiser zu töten.
Wo ist der? Ach, scheiße. Ja, schicken wir die als erstes los, oder? Die können eh sterben. Ich glaube, die hauen ab. Das könnt ihr euch aber abschminken hier. Abhauen tut ihr hier nicht. Hauen die ab? Nee, oder? Da ist nicht mal einer gestorben. Der General stirbt nicht mal. Ich lasse meine Männer rennen. Das ist Katastrophe. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Die rennen nicht weg. Die formatieren sich, die formieren sich nur. Das sollte ich nicht mal mit dem General so wie ein Verrückter vorrushen. Schießen wir auf die erst einmal, oder? Der Sieg ist in Reichweite. Bald wird der Feind das erkennen und den Mut verlieren. Drauf, Männer, drauf! Die Verrückten, guck mal, wie sie draufgehen mit dem Hackbeil. Ich hack dir das Bein weg, Alter. Alter, was ist los mit denen? Die verziehen alle sich. Der feindliche König ist tot. Kämpf! Männer, solange sie noch heulen und Zähne knirschen. Unsere Feinde kämpfen mit Hörnern aus Ton. Wir gewinnen die Schlacht. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Beten wir, dass sie den Kampfeswillen verlieren. Allah sei gepriesen. Der Feind ist verloren. Sie rennen wie die Kinder. Fegt sie vom Schlachtfeld!
Okay, wir haben sie besiegt. Ja, wir haben den König getötet von denen. Oder gefangen genommen? Schauen wir mal. Den Kaiser. Ja, töten. Oh Mann, ich muss auf die Unterstützung aber warten hier. Ja, wir warten hier, bis die Unterstützung da ist, glaube ich. Ich glaube, wenn ich sage, ich gehe in den Dschihad mit der Armee, dann geht es doch, oder? Oh, geht doch. Gleich sind wir hier. Mann. Es läuft alles im Rechten, glaube ich, zurzeit. Wegen der Nigeria muss was gebaut werden. Bauen wir mal. Ja, runter das. Das muss auch was gebaut werden. Garnison. Dann bauen wir hier mal sowas. Wir müssen Geld machen irgendwie. Aber wenn wir schon genug Geld machen, müssen wir noch mehr Geld machen. Die Byzantiner, da ist, glaube ich, wenn ich die Armee hier besiege und erober, sind die Byzantiner verloren. Eigentlich sollte ich die ägyptische Armee dann noch aufhalten, aber ich lasse sie einfach frei gewähren. Boah, wie viele sind, guck mal. Obwohl, die schaffen wir eigentlich. Ich glaube, die schaffen wir noch. Hauptmann, das ist gar nichts. Die schaffen wir definitiv. Oh, die schaffe ich definitiv, glaube ich. Aber das mache ich nicht. Oh, ich habe ein neues Familienmitglied. Baubericht, Ortswache, dann wird gebaut. Schön. Aleppo, schön. Smyrna, alles schön. Okay, Rekrutierung. Ein Nissa, ein Imam habe ich gemacht. Der soll den Islam verbreiten. Ich glaube, ja, der wird ein Riesenproblem mit den ganzen Ketzern bekommen dort, weil sie gerade Unruhe in meiner Stadt machen. Vor meiner Stadt wegen des Bauschismus. Eine Moschee, um den Islam ein bisschen mehr zu verbreiten. Erklärte Mauern Schottland. Bündnis am Mauern Schottland. Venedig und Heiligsrömische Waffenstätte erklärt. Ja, oh, die haben sich verbündet, Vasallen. Venedig und Heiliges Römische Reich. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich sag mal hier Ende. Bis zur nächsten Runde, euer Nautilus Gamer.